So, die Pause ist natürlich wieder vorbei. Ich kann wieder motiviert Videos machen und überhaupt war das alles ja nur ein soziales Experiment, das natürlich nächstes Mal Spaß beiseite. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schlecht ankommt. Ich dachte, es verstehen mir Leute so diesen Gag dahinter. Einfach mal so ein bisschen komplett unmotiviert was machen. Viele haben echt gedacht, dass ich so gar keinen Bock mehr habe, irgendwie Videos zu machen oder dass ich mir so denke, so, oh nee, ich muss und Ich habe ja gesagt, wenn ich es nicht wirklich machen wollen würde, würde ich es auch nicht machen. Aber ja, egal. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, in der Art und Weise wird es keine Videos mehr geben. Mit solchen unmotivierten oder ja mehr so im Laidback-Style, so, das kommt einfach nicht gut an. Das Ding ist, ich habe mir ja wirklich ehrlich gesagt dieses Video, bevor ich es hochgeladen habe, dann nicht wirklich als Endprodukt angeschaut. Ich habe es zwar beim Editieren natürlich immer wieder mal so ein bisschen ein paar Szenen gesehen. Gameplay hin und her geschoben, dies, das, aber das Endprodukt habe ich mir nicht angeschaut, bevor ich es hochgeladen habe, und als dann so die ersten negativen Bewertungen kamen, habe ich schon nochmal genau reingeschaut und dachte so, okay, man kann sich es halt echt nur schwer geben. Ein paar Leute, ein paar Einzelne haben den Gag dahinter verstanden, aber wie gesagt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, sowas wird in Zukunft auf die Art und Weise nicht mehr kommen. Jetzt vielleicht ein paar Sachen, die ansonsten noch interessant sein könnten. Und zwar plane ich, einen Zweitkanal zu eröffnen. Ich habe das ja im Livestream mal ein bisschen angesprochen, dass es eigentlich ganz cool wäre, einen Zweitkanal zu haben, eben genau für solche experimentellen Sachen. Ich habe an der Sache eben nur ein kleines Problem, ich weiß nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich habe keine Ahnung, Care 2 ist irgendwie lahm, habe ich überlegt, so Care Reloaded, wo, also K.A. und dann Reloaded, ne, also beides zusammengeschoben. Ist das cool? Naja. Und hab mir überlegt, hey, wir haben doch hier eine Community, wieso frage ich nicht einfach euch? Ihr habt ja auch Ideen. Wenn ihr die Idee habt, ja, wie könnte man einen Zweitkanal nennen, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, würde ich mich drüber freuen. Und dann eröffne ich diesen Zweitkanal und dort können dann unter anderem zum Beispiel auch die Uploads der Livestreams dann eben erfolgen, sodass das nicht irgendwie den Hauptkanal zumüllt. Denn, seien wir ganz ehrlich, es gibt viele unter euch, die einfach so die Hauptformate einfach gerne gucken. Jeder hat so sein Lieblingsformat, Serienkiller oder Kerkleid auf und so weiter und so fort. Und jeder, also ist, sagen wir mal so, nicht jeder guckt alles und dann würde das die Leute nur irgendwie nerven, wenn dann Sachen kommen, permanent Sachen kommen, die sie gar nicht interessieren, bevor dann überhaupt mal wieder eine Folge Kerkleid auf oder ähnliches kommt. Gut, ansonsten gibt es natürlich heute Abend dann wieder den Livestream und ich hoffe, ihr seid alle ab 19 Uhr mit am Start, wird auf jeden Fall wieder eine lustige Sache, denke ich mal. Der letzte, der 12-Stunden-Livestream, der hat ja wirklich abgerissen, sage ich mal. Kann man wirklich ohne zu übertreiben sagen, wirklich bester Livestream ever. Und es werden auf jeden Fall ein paar Highlights davon auch noch hier auf den Hauptkanal hochgeladen, wenn ihr den Bock drauf habt. Das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr die Highlights sehen möchtet. Es wird natürlich kein Zusammenschnitt sein, sondern ich werde so die einzelnen Sachen jeweils als Video hochladen. Zum Beispiel, als wir in diesem Telefon-Sex-Hotline-Chat waren und da so die Leute verarscht haben. Das war ja schon wirklich golden. Und ja, von daher könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen, wenn ihr beim Livestream nicht dabei wart. Jetzt an der Stelle würde ich sagen, wir sehen uns heute Abend. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und bis dann. Ciao.